Servus Leute, was geht ab und willkommen zu einer neuen Folge Garage Time. Heute geht es endlich los mit den Verkleidungsteilen. Die Verkleidungsteile sind jetzt gekommen. Ich habe es ja auch schon mal drauf gemacht, beziehungsweise also das Dekor habe ich schon mal auf die Verkleidungsteile gemacht, sonst wäre das glaube ich wieder alles zu lang gewesen. Ist auch nicht so interessant, ihr wisst ja wie es geht. Von daher ist das heute dran. Sie steht ja noch da hinten mit den Supermoto-Felgen. Und ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal die Verkleidungsteile dran, schneiden die ein bisschen zusammen, weil ich musste mir Teile von der Honda CRF 450 RX kaufen, die dann anzupassen für die 450L. Weil, also bis jetzt, bis heutigen Stand auf jeden Fall, gab es noch keinen Verkleidungssatz, der genau für die 450L zu bestellen war. Also es gab von Acerbis, die hatten da ein paar Teile, die wohl ein bisschen angepasst waren, aber zum Beispiel Heck und Seitenteile müssen auf jeden Fall angepasst werden. Die passen gar nicht so dran, so Plug and Play. Also da muss ich auf jeden Fall nochmal mit dem Dremel ran. Ansonsten kommt halt auch noch der Supermoto, der Frontfender. Der muss natürlich auch noch gekürzt werden, damit es ein bisschen sportlicher ausschaut. Und ich würde sagen, es geht los. So hier schaut auf jeden Fall schon mal das erste Teil aus. Ich habe mich für so ein dunkles Rot entschieden. Mir ist aber jetzt schon gekommen, dass wahrscheinlich ein bisschen problematisch wird, weil ich ja keine andere Frontmaske habe. Also die konnte ich gar nicht besorgen in Schwarz. Deswegen wird sich, ich weiß jetzt schon, es wird sich wahrscheinlich ein bisschen beißen werden. Also problematisch ist eigentlich nur die Frontmaske. Ansonsten würde es, glaube ich, ganz stimmig sein. Ach ja, ne, genau. Und natürlich der Sitz. Also ich weiß es nur jetzt schon mal, es wird sich wahrscheinlich ein bisschen beißen. Ist natürlich ein ganz anderer Rotton, aber da kann man nochmal gucken wegen einer anderen Sitzbank. Und ich würde sagen, wir... Fällt euch das ein? Das ist eigentlich richtig geil. Das wird der große Bruder dann zu meinem Pitbike. Darling, you. Send me. Darling. Also bei den, heißen die Mudguards? Nee, Gabelschützer einfach nur, ne? Also bei den Gabelschützern ist mir ein kleines Malheur passiert. Ich habe die zuerst falsch rum aufgeklebt und habe es dann eigentlich völlig verkackt. Also ich habe die dann genau falsch rum aufgeklebt und dachte mir dann eigentlich, jo, ich habe nur eine, scheiß drauf. Jetzt noch mal kurz zu den Einzelverkleidungen. Die schauen zwar ziemlich gleich aus, aber wie gesagt, wir müssen sie ein bisschen anpassen. Und das kommt jetzt mehr oder weniger in einem separaten Video, beziehungsweise das habe ich gestern schon gemacht. Ich habe ein bisschen Vorarbeit geleistet, weil wir sonst das Ganze nicht an einem Tag geschafft hätten. Das blende ich da mal schnell mal ein. Ich merke es gerade, das passt überhaupt nicht. Ich mache jetzt einfach die Harakiri-Version und versuche einfach ungefähr das Loch zu treffen. So, jetzt kommen eigentlich nur noch die Seitenteile dran. Ihr seht schon, da muss auch noch mal ein Stück rausgecuttet werden. Und dann fehlt eigentlich nur noch der Fender, also der Frontfender. Den tun wir jetzt so ein bisschen im Supermoto-Style anpassen. Ich hoffe, ich kriege das ganz gut hin. Und dann wäre es eigentlich soweit durch von den Anpassungen. Genau, und das ist jetzt letztendlich daraus geworden. Hat eigentlich ganz gut gepasst. Also ich habe hier überall die Sachen ein bisschen ausgefräst, wie ihr gerade gesehen habt. Und werde sie jetzt mal montieren. Hält jetzt nicht mehr ganz so gut von selber. Liegt wahrscheinlich an der
an dem selber rausgefräst ein bisschen, das passt jetzt nicht mehr so ganz, aber solange das Zeug einfach festgeschraubt dann hält, das ist eigentlich die Hauptsache. Das nochmal dazu. Sprich, wir werden jetzt einfach die Verkleidung einfach montieren und dann kommen wir zum Frontfender. So, jetzt kommt die Sitzbank dran. Ich habe mir jetzt hier, ich habe natürlich meine originale Sitzbank und habe mir von XRMoto nochmal eine richtig spezielle geschickt. Also hier nochmal danke dafür an XRMoto bzw. Acerbis. Acerbis, spricht man richtig aus? Acerbis? Akribis? Ja, früher haben wir mal Akribis gesagt, glaube ich, weil ich dann wusste, wie ich es ausspreche. Ich würde es auch Acerbis aussprechen. Acerbis, genau, weil die haben wir jetzt drauf, ist eine richtig geile Sitzbank. Wir haben jetzt bloß gerade gemerkt natürlich, dass die von der Farbkombination passt das Rot natürlich jetzt wieder nicht zu meinem Ding. Ich denke mal sogar, dass ich sogar die Verkleidung, also die Graphics nochmal neu machen werde in einem schöneren Rot. Aber das ist jetzt auch alles wieder Zukunftsgespräche. Jetzt haben wir erstmal die Sitzbank drauf. Also schaut richtig geil aus. Ich bin echt mal gespannt, wie sich die unterm Fahren anfühlt. Weil viele haben ja gesagt, dass mit so einer, oder ist ja logisch, mit so einer Motocross-Sitzbank wird es dann schon irgendwann ein bisschen unbequem. Also ich würde sagen, das gefällt mir schon mal richtig gut. Außer, dass ich jetzt den Farbton da ein bisschen verkackt habe. Beziehungsweise, was heißt verkackt? Ich habe da ehrlich gesagt gar nicht mehr so drüber nachgedacht. Zu den Felgen passt das Rot eigentlich ganz gut, aber das Original Honda Rot beißt sich natürlich damit ein bisschen. Und muss jetzt einfach mal schauen, was ich jetzt in Zukunft mache. Vielleicht neues Design. Was heißt neues Design? Einfach das Design mit einem passenden Rot. Aber da muss ich jetzt einfach mal gucken. Sitzbank finde ich, schaut auf jeden Fall ziemlich edel aus. Weiß nicht, vielleicht gefällt es sogar dem einen oder anderen mit dem anderen Rotton. Und ich würde sagen, wir machen jetzt den Rest, also den Frontfender, den tun wir jetzt cutten. Habe ich noch nie gemacht, sowas vorher. Also ich bin gespannt, was da jetzt rauskommt. Schön der schwarze Fender und ich würde jetzt sagen, wir nehmen hier so 5 cm und machen hier einfach genau dasselbe Bild und ziehen es bis raus. So, nee, anders noch. Das ist ja schon fast das rote Zusammenschnitt. Ich glaube, das ist die beste Idee. Dann behalten wir auch so die Originalform ein bisschen, wir haben bloß ein bisschen gekürzt. So, Fender ist gekürzt, ging eigentlich kurz und schmerzlos. Ist jetzt nicht, ich weiß jetzt nicht, wie das bei anderen ist, aber wenn man genau hinschaut, dann sieht man natürlich schon, dass da ein bisschen gearbeitet wurde. Kommt aber auch nochmal ein Dekor drauf, das habe ich aber heute vergessen. Deswegen kommt in der nächsten Folge oder in irgendwelchen anderen Folgen auf jeden Fall, kommt da noch was drauf. Aber ich bin eigentlich ansonsten ganz zufrieden mit dem Cut an sich und jetzt machen wir das Ganze wieder hin. Das war's auch schon mit der Folge. Ich würde sagen, es schaut ziemlich edel aus. Also der Frontfender, klar. Also mein Problem ist gerade eher noch Frontmaske, die muss auf jeden Fall noch schwarz. Das haben wir gerade schon die ganze Zeit diskutiert. Die gibt es leider noch nicht so zu kaufen. Sprich, wir müssten sie eigentlich separat folieren und dann eigentlich nochmal irgendwie einen Aufkleber drauf. Mal schauen, wie wir das machen. Frontfender kommt auf jeden Fall noch das Dekor-Kit noch drauf. Das kommt dann in irgendwelchen anderen Folgen. Und ansonsten gefällt es mir echt gut. Klar, das ist noch so eine Sache bei der Sitzbank, dass die dieses Originalrot jetzt drin hat. Da müssen wir doch irgendwas überlegen.
Mal gucken, wie wir das lösen, aber vorerst lasse ich es wahrscheinlich erstmal so. Vielen Dank an 24MX und Acerbis für die Teile, für den Plastiksatz und für die Sitzbank. Vielen Dank dafür. Schreibt auch mal in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat, beziehungsweise wie euch jetzt letztendlich das Dekor gefällt. Mir taugt es richtig gut, ist genau meins, genau wie ich es mir vorgestellt habe, außer vielleicht mit der Farbe ein bisschen. Und ansonsten bleibt dran, die nächsten Folgen werden nicht lange auf sich warten lassen. Also bis dahin, peace.